Moin Leute. Moin. Ich weiß nicht, wie ich dieses Video anfangen soll. Und das sage ich tatsächlich mal nicht bei einem ernsten Video. Einfach weil ich jetzt schon Nostalgie getränkt bin von den Vorbereitungen. Wie ihr seht, Play Pokémon X in German, obviously. Jawohl, bei uns auch. Eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon-Spiele. Und ich zocke es mit dem lieben Silvio. Moin. In einer Randomizer. Fabi ist auch noch im Discord mit drin. Hallo. Den sehen wir gerade per Kamera. Wir haben gerade im Discord gegenseitig die Kamera an. Und der Typ gerade so komplett ganz schnell so: Hallo, ich existiere auch hier. Hallo, hallo. Ja, hi Video. Hi Leute. Und ich will vorab sagen, wie gesagt, Pokémon X, eines meiner Lieblings-Pokémon-Games. Also wundert euch nicht, wenn ich in dieser Folge emotional werden sollte. Es sind einfach Good Times damals gewesen. Und ja, ich würde sagen, schnacken wir gar nicht weiter rum, fangen wir einfach an. Es ist eine Pokémon-Randomizer. Ich weiß nicht, Silv, willst du die Randomizer-Regeln kurz erklären? Ja. Warte, ich muss kurz umherschießen, sonst wird man die gleich zusammenbrechen. So, jetzt. So, für die, die noch nicht wissen, was ein Soul Link ist. Genau, ist das ein Randomizer Soul Link, wichtig zu wissen? Ist es ein Nuzlocke Soul Link oder ist es ein Soul Link? Nuzlocke Soul Link. So, und ja. Zwar, ich denke, die meisten von euch sollten diesen Nuzlocke Link kennen. Das ist die. Wenn die, das ist halt die Pokémon-Channels auf YouTube, Twitch, überall. Ich denke, ich brauche jetzt nicht erklären. Die sollte eigentlich jeder hier kennen. Erst recht, wer meine ganzen Nuzlocke-LPs noch früher gesehen hat. Dann sollte die Nuzlocke irgendwie bekannt sein. Aber ja, ich habe ja schon oft mit Link Soul Links gemacht, bisher eigentlich nur mit Link. Aber für die, die noch immer noch nicht gecheckt haben, was Soul Links sind. Soul Links sind quasi Nuzlocks nur zusammen. Und deswegen mussten auch die Regeln angepasst werden. Heißt, auf Route heißt, auf natürlich die Regeln wieder, pro Route ein Pokémon und Städte zählen auch zu einer Route. Logischerweise, wo man Pokémon fangen kann. Und zwei Leute dazu. Das geht bei den Starter schon los. Ich und Mili wählen unser Starter, die sind dann gesoulinkt, weil sie am selben Ort gefangen bzw. erhalten wurden. Gesoulinkte Pokémon. Wichtig ist zu wissen, an dem Punkt. Die Pokémon sind auf ihren Slots gesoulinkt. Ja. Gesoulinkte Pokémon sind im Endeffekt. Ja, gesoulinkt. Ihre Seelen sind verbunden. Stirbt das eine? Stirbt das andere. Ist es nach den Nuzlocke-Regeln tot? Und kommt in die Ripbox? Gleichzeitig stirbt es bei dem anderen aber auch. Beziehungsweise darf nicht mehr verwendet werden und muss auch in die Ripbox geschoben werden. Genau. Und jetzt kommt's, wenn auf einer Route einer Stadt der eine Partner es verkackt, ein Pokémon zu fangen, weil es entweder geflüchtet ist, weil zum Beispiel Arbor mit Teleport, wo man nur einen Zug frei hat, oder es ein fucking Leggy war und du lieber geflüchtet bist, als dein ganzes Team zu verlieren. Oder es gekillt hast, weil du keine Battle mehr hast, oder aus Versehen gekillt hast, weil du es ein bisschen übertrieben hast mit der Schwäche. Ja. Giftschaden geht ganz schnell, Toxin. Ja, weil dann heißt es, sollte der andere Partner es aber gefangen haben auf der Route, muss es trotzdem in die Ripbox legen, wenn man es nicht gesorgt werden konnte. Eben. Also wenn das Gegenstück fehlt, egal ob tot oder einfach nicht existent, geht's in die Ripbox. Ja, und und das wäre dann quasi auch ein Throwaway auf der, genau. Und die Route. Restlichen Regeln des Towlings sind dieselben wie bei der Nuzlocke. Das waren jetzt nur die einzelnen Änderungen. Genau. Das waren die einzelnen Änderungen. Genau. Außer, dass wir uns ein kleines Späßle noch erlaubt haben. Mega-Entwicklungen sind auch random. Und Entwicklungen allgemein. Ja, Entwicklungen allgemein, das ist ja logisch in der Rando, aber auch Mega-Entwicklungen. Heißt, temporär sind die Pokémon dann anders. Naja, nicht, also Randomizer und Nuzlocke bis zu den Soulinks sind die meisten ohne Random Evolutions aus. Aber ja, solche gibt's auch. Aber Mega-Entwicklungen sind die Pokémon ja nur temporär ein anderes Pokémon, weil sie ja dann wieder zurück in den normalen Status gehen.
Ja, das habe ich auch noch nie irgendwo gesehen. Es sei denn, wir haben da jetzt beim Randomizer was falsch verstanden und haben die Möglichkeit, endlich unsere Pokémon zu challengen. Das wäre witzig, aber das sehen wir im Verlauf des Projekts. Und meine Zuschauer sehen jetzt schon gefühlt seit 10.000 Jahren den gleichen Title-Screen. Deswegen schnacken wir gar nicht weiter. Los geht's, ich bin übelst aufgeregt. Ich habe dieses Spiel seit 8 Jahren oder so nicht mehr gespielt. Ich habe Pokémon X. Nee, so viel nicht, 5 Jahre. 5 Jahre müssten es sein. Und ich habe Pokémon X und Y zwar noch nie gespielt, aber Y auf Zita schon immer wieder halt mal nachgeholt. X noch nie. Das ist mein erstes Mal X. Ja, ich bin so aufgeregt, wirklich, doch. 10, ja, ich war damals 10, als ich das letzte Mal gezockt habe, vor 5 Jahren. Digga, ich bin so aufgeregt. Los geht's. Ich hab gedrückt. Begin Game. Bin schon ganz im warte mal, ich hab doch gerade die Language selected, ja. Doch, ist auf Deutsch jetzt, ne? Ja. Ich bin bei diesen Teil des Screens, ich sehe meine Zuschauer, losging mit dem Erklären. Pokémon X. Bei mir haben sie den ganzen Language Select Screen gesehen. Gut. Drücke Start. Auch ich drücke A. A ist dasselbe. Irgendwie, was Neues. Platan, klär uns auf. Platan? Ich muss sagen, tatsächlich das Einzige, was ich an diesem Spiel nicht mag, ist der Professor. Mein Name ist Platan, ich arbeite in der Kalos-Region als Pokémon-Professor. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. Die Pokémon sind rätselhafte Lebewesen, man findet sie überall, manche von ihnen leben an Land, andere... Ich kann nicht so schnell lesen. Die Pokémon und die Menschen helfen einander, wo es geht, und leben in Eintracht und miteinander. Also, in Eintracht miteinander, ich kann nicht reden. Aber sag mal, bist du eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Eigentlich ein Boy, aber ich habe damals schon das Girl gewählt und ich werde es wieder wählen. Ich auch. Wie siehst du aus? The middle one? Wie ich aussehe? Warte, ich hole das hin, ich mach kurz ein Foto für dich, Platan. Aha, verstehe. Wie lautet dein Name? Wir sind und bleiben... So, hier ist jetzt ein Cut drin. Wir sind und bleiben... Okay, wir geben uns... Die gute alte Luxina. Okay, ich kann es gerade nicht... Ich kann unten nicht agieren, warum auch immer. Mein Controller nimmt es unten nicht. Mal kurz in den Einstellungen. Dann muss ich kurz mit Dings machen. Einmal kurz in den Einstellungen nachschauen, würde ich sagen. Ja. Dann cutten wir den Teil einfach kurz raus. Ach ja, und Freunde, sollten wir hier noch einen zweiten Part. Bruder, das wird rausgeschnitten. Bei dir, nicht bei mir. Achso, ja. Und Freunde, sollten wir den ersten Part tatsächlich überleben, weil ich hoffe, oder ist ein zweiten Part hier, vielleicht sogar bis zum Ende für die Top 4 zum Champ. Auch wenn ich ihr mega geile Wort bis heute hasse, weil es meine damalige private Blind Nuzlocke bei Y mir komplett versaut hat, aber ja. Sollte dann noch ein Teilpark geben, wird am zweiten Part ein Overlay kommen, keine Sorge. Sollten wir es für den zweiten Part schaffen. Ja, also, keine Ahnung, soll ich jetzt mit euch noch Smalltalk finden oder so, bis Mili seine technische Schwierigkeit gelöst hat, oder soll ich es selber auch finden? Ah. Alles klar, okay. Ja, jetzt geht's. Wir haben's. Wir heißen natürlich Mili. In Caps Lock bei dir natürlich. Nur seht ihr das bei mir nicht, weil... Ja, nein, Leerzeichen weg. Entfernen. Luxina heißt du also, ist das richtig? Ja. Ah, hier, Enter. Ich hab's so hinter mich gesehen.
Läuft die Aufnahme noch? Okay, gut. Aber warte mal, warum habe ich das in Caps Lock? Nein, das ist falsch. Ich kann das klein schreiben, ne? Ich sag auch. Oh nee, muss ich jetzt alles neu machen? Ja. Oh. Unten bei Caps Lock ausmachen. Ja. Ich weiß nicht, warum es beim Dateien es immer automatisch aktiv war. Wahrscheinlich, weil du es mit dem Stift eingeben solltest. Ja. Mili heißt du also. Ist das richtig? Dieses Mal ja. Luxine, was ein toller Name. Ja, das finde ich auch. Mili, was ein toller Name. Finde ich auch. Luxine, wenig aufblicken. Keine Ahnung, ich bin so nicht schnell. Lennon, du hast allerlei... Halt dein Maul und lass das durch. Latan, der einzige Schnellredner, hier bin nur noch ich. Also halt dein Maul. Ich kann auch schnell reden, aber es kommt halt Spaß dann herum. Aber manchmal kann ich auch Double Time, wenn ich will. Ah, oh, ich bin gerade. Oh. Die Wii. Ein Datiri. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich mich was ein Datiri zu Gesicht kriegen. Ja, obwohl doch, so unwahrscheinlich ist es. Wir haben 3DS in der Hand. Ja gut, aber in meiner oh privaten... Gott, sieht das Skaft aus bei mir gerade, Hilfe! Warte mal, warum ist das... so cursed gerade? Das ist... Okay, ich spiele mit Schiebepad. Denk's mir. Mit Digipad. Okay, ich spiele mit Digipad. Aber Digga, bei mir sieht das gerade leicht Skaft aus, oder? Wieso? Das ist manchmal so ein bisschen wie so zittert, das Bild. Das ist normal. Achso, okay. Das wirkt. War das im 3DS auch schon so? Also, ja, das wirkt aber nur so. Eigentlich ist es nicht so. Das wirkt nur so ein bisschen. Das wirkt, glaube ich, nur wegen der Optik so ein bisschen. Also, ich weiß nicht, wie es beim 3DS war, so, ne? Ich hab das nie besessen, die Spiele, okay? Guten Morgen, Mili. Du hast geschlafen wie ein Stein. Hast du dich vom Umzug erholt? Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass du jedes Mal, wenn du in Pokémon-Game startest, umgezogen bist? Nicht immer, aber... Aber fast. Fast immer, ja. Also, ich glaube... In den alten Games immer. Ja gut, außer Gen 1. Ja, außer Gen 1, aber... Aber... Digga, in Omega Rubin Alpha Saphir bist du aus diesem Dings gegangen. Aus diesem Laster noch raus. Du hast deinen scheiß Charakter und so weiter gemacht im Laster, auch wenn das nicht, glaube ich, nicht wirklich legal ist, Kinder hinten am Laster zu deponieren. Ja. Aber Mili, du hast ja immer noch deinen Schlafanzug an. Ah, no shit, Sherlock. Wirf mal einen Blick in den Spiegel. In deinem Zimmer zieh. In deinen Spiegel. In den Spiegel in deinem Zimmer und zieh dir was Ordentliches an. Digga, ich kann nicht reden. Ich brauche halt das nicht sagen, weil wenn du es schon vorher und die anderen auch, also ich kann eigentlich durchskippen. Mili betrachtet sich im Spiegel. Also ich kann eigentlich die Texte durchskippen, weil durch dich hört sie eh. Ja. Ich leg tatsächlich auf die Texte Wert. Ich würde sie ja auch gerne. Und hat sich geschwind umgezogen. Also ich leg ja auch auf Texte Wert, nur wenn du die schon sagst. Ja, ja, ich verstehe schon. Es wird Zeit, dass wenn du etwas frische Luft schnappst. Wie wäre es, wenn du unsere neuen Nachbarn begrüßen würdest? Oder Fabi, was machst du? Ich denke, ich den Mond beschwören, glaube ich. Wer ist der Dämon? Er macht die Kopfhörer nicht mehr hoch! Hallo! Ich bin Kalem und wohne gleich nebenan. Und ich bin Sarah. Okay, ich lasse da. Vor allem Sarah, da steht Sanna. Schön, dich kennenzulernen. Wir sind hier, um dir eine Nachricht zu überbringen. In der Kalos-Region gibt es einen berühmten Pokémon-Professor namens Platan. Bruder, den haben wir gerade schon kennengelernt. Es wird uns 3 und 2 weitere Kinder für einen besonderen... Er hat uns 3 und 2 weitere Kinder für einen besonderen Auftrag auserkoren. Leute, es ist spät, okay?
Ja, von woher er dich kennt, obwohl du doch gerade erst nach Estesia, nach Estesia gezogen bist, ist uns aber ehrlich gesagt schleierhaft. Aber das finden wir schon noch heraus. Irgendwie auch creepy, oder? Ja, aber können wir darüber reden, dass Pokémon X und Y das einzige Pokémon ist, wo man 4 Rivalen hat? Warte mal, 4? Ja. Waren es nicht nur 3? Die beiden und... ja doch, die beiden, dann noch 2 andere und du sind 5. 4 insgesamt Rivalen, sitzigen. Stimmt. Gehen wir erstmal ins Nachbarstädtchen. Dort bekommen wir angeblich... Ich finde schön, wie misstrauisch sie sind. Dort bekommen wir angeblich Pokémon. Also los, den letzten weißen Yogglev. Es ist so ein Scheiß-Joke. Selbst nach wie viel Jahr... Das Game ist 2014 rausgekommen, ne? Ja, es sind jetzt schon 8, 9 Jahre. Ey, vor allem, Mili, können wir darüber reden, dass es immer noch besser klingt, als der Rivale aus Diamant, Perl und Platin, der dann sagt, der Letzte muss eine Million Poké-Dollar zahlen. Route 1, Estesia-Fahrt. In Diamant und Perl und Platin sagt der Rivale einfach... Aquarelia. Nur, sagt der Letzte... Der hey, Mili, hier drüben sind wir! Oh Gott, der Voice Crack. Hey, Mili, hier drüben sind wir! Halt deine Maul! Ach, da drüben. Oh mein Gott. Und die beiden Spasten gab's ja auch noch. Ja, ja. Wir haben gerade von dir gesprochen. Komm, setz dich zu uns. Da wären wir also, Mili. Das ist der vereinbarte Treffpunkt. Darf ich vorstellen? Das ist Mili. Hast du ja nur gerade, ne? Du bist das also. Sanna hat uns schon von dir erzählt. Ah ja. Mili kennt die Hälfte von uns noch gar nicht. No shit, Sherlock. Ich stelle ihr besser erstmal alle vor. Das hier ist Tierno. Er liebt imposante Tänze. Das ist Trovato, ein... Meisterhirn, das bei jedem Test die volle Punktzahl abräumt, aber trotzdem sehr bescheiden ist. Also, ich dachte, da kommt noch was. Schön, euch alle kennenzulernen. Was haltet ihr davon? Digga, mir fällt jetzt das auf, wie behindert der Spacken aussieht. Ernsthaft, der hat jetzt? Mir ist das früher nicht aufgefallen. Was haltet ihr davon, wenn wir dem neuen Mitglied unserer kleinen Gruppe einen Spitznamen geben? Zum Beispiel Lady M. Nein. Nix da, ich hab eine viel bessere Idee. Hallo! Nein! Mobbing! Mobbing! Ich verlasse diesen Raum und komme nie dazu! Den müsstest du eigentlich aus fucking Joke eigentlich nehmen. Für den Meme eigentlich, ne? Nein, nein, den nehme ich nicht. Dann admit ich's ja. Nee. Trovato, hast du noch einen Vorschlag? Was? Ich soll einem wildfremden Menschen einen Spitznamen geben? Wenn ihr darauf besteht, wie wäre das mit Madame M? Fragen wir am besten die später mit dem Spitznamen leben muss. Ich bestimme hier selber die Story, aber nein. Spitzname? Mili. Ich weiß, ich bin lame, aber kein Bock. Mili. Meiner ist Lux. Möchtest du jetzt also Mili genannt werden? Ah ja, das steht schon noch, ne? Also. Schön, ist echt der perfekte Spitzname für dich, ist ja nur mein Name. Wir werden uns bestimmt gut verstehen, also nennen wir dich auch einfach so. Cool.
Aber jetzt spann uns nicht länger auf die Folter, Herr Tierno. Zeig uns endlich die Pokémon, die unsere zukünftigen Gefährten werden sollen. Mach ich doch sofort. Trovato, Tomato und ich haben schon Pokémon. Trotzdem bin ich irgendwie neidisch auf euch drei. Okay, was nun? Warte mal, gibt er uns die Starter? Ja, was gibt uns die Randomizer? Max Hax! Der ist so groß wie ein Screen! Kannst du eigentlich von dir mal, von deinem Ding, mal eine Screenshot machen? Ich würde ganz gerne wieder mitschauen. Ja, ich weiß, ja, warte, ich weiß halt nur nicht, wie sehr es dann aufsteht, mein Laptop noch. Wir können es einmal testen, wenn es zu sehr laggt, dann ist so. Dann mach ich das. Und dann machst du wieder aus. Mili! Aber Bruder! Erkennst du irgendwas bei mir? Ich nicht! Es lä. Grün. Ja, mach aus. Ah, jetzt geht's. Kennst du irgendwas bei mir? Bruder, Stollers! Möchtest du das Pflanzen-Pokémon Stollers? Ja, ich mach wieder aus. Ist gut, alles gut. Ich nehm Maxax. Also meine drei Schale sind Stollers, Nibel und Zwirklopp. Bei mir waren Iskala, Kramux, glaube ich, oder was das war, dieses Rabenvieh, so Kramux, dieser mit Hut dort Rabe. Kramux. Und Max, genau, danke. Kramux und Maxax. Ich glaube, das ist klar, was du nimmst. Kramux natürlich. Maxax erhalten. Okay. Möchtest du dem Pokémon, für das du dich entschieden hast, einen Spitznamen geben? Ja. Ich nehme Stolos. Warte mal, man kann einfach die Zeichnung reinmachen. Ich mach. Max. Le. Oh, geht nicht. Warte. Man kann ja die Sonderzeichen nehmen, ne? Ja. Max. Na schön, ich hätte gern Froxy zum Gefährten. Das. Die wird so sehr. Ja, nach gleich. Ui, wir zwei. Nein, das reicht nicht. Mili, Sana wird safe gleich kein Froxy haben. Oder? Ich mach einfach nochmal Max Sax. Aber ich mach einfach Max. Kann sich mal entscheiden. Ich mach Max. Danke. So, Final Choice. Fertig. Max. Bist du mit Max als Spitznamen zufrieden? Ja. Na schön, ich hätte gerne Fünks als Gefährten. Hui, wir zwei geben vielleicht ein süßes Team ab. Wer uns sieht, kriegt glatt einen Zuckerschock-Hilfe. Gestatten? Ich bin Kalem. Nett, dich kennenzulernen, Igamaru. Jetzt sind wir alle waschechte Pokémon-Trainer. Wenn das mal kein Grund zum Feiern ist. Ach, bevor ich es vergesse, ich habe auch noch was für euch. Ein nützliches Gerät, was euch dabei hilft, euer Wissen über die Pokémon zu vertiefen. Ah ja, wir haben die Nationaldecks für uns direkt schon freigeschaltet. Mhm. In der Random. Der Pokédex, den ich euch gerade überreicht habe, ist ein hochmodernes Forschungsgerät. Gibt es schon in jedem scheiß Pokémon-Titel. Er legt automatisch für jedes Pokémon, dem ihr begegnet, einen Eintrag an. Und das brauche ich nicht weiter vorlesen, weil es in jedem Spiel das gleiche ist. Bla bla bla. Mit anderen Worten, der Professor vertraut euch eine selbstige Mission an. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen. Yay. Mach dich doch mal lack. Mach dich doch mal locker, Trovato. Tomato. Arbeit muss nicht immer vor dem Vergnügen kommen. Mini, schau mal hier. Das ist der Brief vom Professor. Er ist an deine Mutter adressiert. Warum hast du den? Ich denk's mir.
Ihn erhält Brief vom Prof. Ein Brief vom Prof wurde in der Basis-Items-Tasche verstaut. Oder wie es hier steht, Basis-Items-Tasche. Bindestrich. Professor Platan wird sich sicher freuen, dass die Übergabe glatt gegangen ist. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach neuen Pokémon für unser Team und den Pokédex. Ja, so viele werden es nicht. Nachdem wir jetzt die Starter bekommen haben, wird es auch gleich den ersten Vivarenkampf geben, wahrscheinlich. Wir wurden aus allen Kindern der Kalos-Region auserwählt, wurden wir nicht, um ausgerüstet mit einem Pokémon und einem Pokédex auf Abenteuerreise zu gehen. Ich weiß nicht, bei den Kiddies, die ich sehe, die sind jünger als wir. Aber bevor es soweit ist, solltest du deiner Mutter diesen Brief überreichen. Muss ich? Ja, der wird sich sonst nicht das wohl gar nicht. Der Wahlkampf, der... Ich hätte gerne, dass du mein erster Gegner bist. Wey! Es ist soweit. Finks, unser erster Kampf. Ein Pokémon, das so knuffig ist wie du, kann ja gar nicht verlieren. Doch, erst recht. Was sagst du? Ich könnte jedes jetzt zwischen... Herausforderung von Designer Mark! Weißt du, wie sie bei mir heißt? Wie? Breeder Forest. Okay. Iskala. Zwirklopp. Also ich glaube, ich habe einen klaren Vorteil. Na ja, gut, Zwirklopp ist zum Glück Geist. Ich habe einen Stollers. Ah ja, stimmt, die Moves sind ja auch gerade in Mili. Ja. Bruder, ich habe Trickbezug, Unheilböen, Kanon und Nachtblut. Digga, hau Schlaf, Bruder, der muss pennen. Unheilböen, das Ding sollte weg sein. Digga! Es überlebt tatsächlich einmal Unheilböen. Also klar, oh Gott, Hasenfuß. Ich hätte sich über Zirkel versteckt, oh Gott. Kraft, wie kann ich mir nochmal anzeigen lassen, was die Attacken machen? Da Pokémon auf dein Pokémon gehen und dann bricht. Und dann Attacken. Pokémon. Bericht. Attacken. Stärke 69, Genauigkeit 100. Spezial Regenbogenfarbener Strahl. Okay. Psi-Strahl. Mal ein Strahl, ob der das Ziel verwirren kann. Warte mal. Achso, ich muss da nochmal drauf drücken. Synthese. Ja, genau das. Genau, okay. Blättersturm und Zirklopp. Wichtig. Kein Orbit. Hilfe. Okay, Zirklopp. Okay, dann kann ich jetzt... Ich brauch noch. Und sogar Level Ups, Level 6, perfekt. Ich brauch den Heal. Fuck! Es setzt Donner ein. Oh nein, ich wollte meinem Füßen Frog sehen, noch ein bisschen länger zu sehen. Ich bin parallel, Digga, mein Kopf geht so schief, Alter! Zum Glück haben wir noch nicht Pokébälle, sonst würden wir jetzt schon wieder, sonst hätten wir schon wieder kackt. Wird ernsthaft? Das Vieh hat Wutanfall an Wutanfall auf mich gehauen, das war sehr effektiv. Ja, gut, okay, verständlich. Das war gar nicht schlecht, Mili. Warte, ich heile deine Pokémon. Also, sag Mili, deiner Mutter einen schönen Gruß von mir. Also Mili, das war gerade sehr verständlich. Also zumindest beim Pokémon, ich kriege auch immer Wutanfall bei dir. Ach, Digga, halt's noch. Aber Bruder, was hätte ich machen sollen? Die Runde ist noch nicht durch, oder? Nee, erst die. Das ist wie bei den normalen, also es gilt erst, wenn die Pokébälle haben. Okay. Dann los geht's.
Ich bin eins zu weit gelaufen. Und was hast du mit den Nachbarskindern unternommen? Moment mal, Mili, dieser Pokéball. Hast du etwa ein Pokémon bekommen? Glückwunsch! Dann bist du jetzt auch ein waschechter Pokémon-Trainer. Was sagst du da? Du hast einen Brief für mich? Von jemandem namens Platan? Hab ich einen heimlichen Verehrer? Oh, wie aufregend. Digga, bist du unlustig. Junge. Oh, was für eine schöne Handschrift. Mal sehen. Er möchte mich um etwas bitten. Aha, so ist das also. Oh mein Gott! Nein! Mili, kaum, dass wir hierher gezogen sind und dann gleich sowas. Aber freut mich. Ich bereite gleich alles für deine Reise mit Max vor. Ja, ich mach das gerade mit Absicht, dass ich Foxy nicht erwähne. Jimmy, ich hab dir auch ein paar Klamotten zum Wechseln eingepackt. Ach, das. Bruder, wie schnell! Ach, das kommt alles so plötzlich, genau wie der plötzliche Endspurt eines Teilnehmers in. Du hast Freunde gefunden. Naja. Ich werde gerade eher geroastet. Du hast einen Pokémon bekommen. Du wirst. Und jetzt wirst du Carlos bereisen. Ah, vergiss das ja nicht. Mili erhält Karte, das wohl wichtigste Item im fucking Spiel. Karte wurde in der Basis-Items-Tasche verstaut. Du weißt, wie man eine Karte liest, oder? IRL nicht, in-game ja. Wie die Mutter sucht die Tochter. Wähl im Beutel die Karte aus, bevor du sie nutzen willst. Wähle ein Beutel in der Karte aus. Ich weiß zwar selbst nicht, was dieser Professor Platan dir zeigen möchte, aber eine Reise mit einem Pokémon ist etwas Wunderbares. Ja, Professor Platan will uns sehr bestimmt was Besonderes zeigen. Gott sei Dank! Ich kann unten schon wieder nichts. Okay, ich mach das einfach. Das untere Menü mache ich einfach mit Dings. Sieht eh keiner, was ich dort mache. Ah. Silf. Aus. Warte mal, gab's nicht irgendwie einen Shortcut auf den Beutel? Nee. Wie komme ich auf die Karte? Ach, warte, doch, auf das Menü gab's einen Shortcut. Mit X. Ja. Beutel, Basis-Items, Karte, einsetzen, bam. Also wir müssen jetzt... Im nächsten Part tue ich das so einstellen, dass ihr auch den unteren Teil sehen könnt, nur ich kann gerade nichts machen da. Ich habe da gerade keine andere Wahl. Jetzt bin noch Numaria, wo wir dann die erste Arena haben. Ja. Heißt, bis dahin haben wir... Bis dahin haben wir quasi zwei Encounter. Okay, hey, das ist ja schon mal was. Bis zur ersten Arena haben wir quasi so um die drei, maximal vier Encounter. Okay, das ist ja schon mal was. Haben wir zumindest schon mal ein grobes Team. Es sei denn, wir verkacken komplett. Eben. Bruder, ich dachte, das wäre nur so ein Ding. Hilfe! Ernsthaft? Ich habe das erste Mal gespielt, aber auch verarscht, aber gut. Ach, du warst das, Rion. Es will dir eine gute Reise wünschen. Klare Sache, immerhin seid ihr beide seit eurer Geburt dicke Freunde. Pass gut auf dich auf, Mili. Ich hoffe, du machst das Beste aus der Reise, aus der Zeit. Aber darüber brauche ich mir wahrscheinlich keine Sorgen zu machen. Du hast schließlich ein Pokémon. Als ob, obwohl Max sagt, kann mich echt. Nee, es hat gegen Iskander verloren. Ich sollte nicht sagen. Aber Wutanfall war gottlos. Digga, das war wirklich gottlos. So wie mal bei dir. Warte mal, wohin gehen wir jetzt? Route 1 oder? Route 1 in Richtung Aquarellia. Von Aquarellia aus geht's richtig los dann. Okay.
Okay, ich spiele über Digipad, Alter. Sonst komme ich ja die ganze Zeit auf irgendwelche Tasten. Warte mal, sollen wir uns schon Pokébälle kaufen? Oder kriegen wir die noch? Wir kriegen erst noch welche, wir hätten aber schon das Geld dafür. Aber die werden noch nicht im Sortiment stehen, sondern nur Tränke bisher. Aber die können wir schon mal kaufen. Ah, okay. Hey Trainer, im hohen Gras musst du manchmal den wilden Pokémon überrascht. Aber keine Sorge, dein Team wird sich ihn tapfer zum Kampf stellen. Also sollen wir schon kaufen? Ich würde schon sagen, wir müssen ein paar Tränke jetzt mal, schon mal kaufen. Wir sollten ja, Tränke auf jeden Fall. Wo sind denn die Shops? Der Shop ist an der Seite, irgendwo. Aber warte mal, der Typ. Hier, dieser Trank ist für dich. Zieh dich nicht in. Okay, wenn du mit diesem Shop, du dort redest, draußen, wenn du genug Tränke hast, kannst du deine Pokémon jederzeit wieder gesund pflegen. Kriegst du einen Gratis-Trank. Wusste nicht mehr. Okay, gut. Ja, den gibt's auch in die Jet-Gen, so wie ich weiß. Den gab's schon. Ah, hier ist das Poké-Ding. Ah, jetzt bin ich im Shop. Willkommen! Oh, diese schöne Musik! Oh, Nostalgie! Willkommen, dieses Geschäft hat sich auf den Verkauf von Pokébällen spezialisiert. Die können wir doch dann verkaufen? Ja. Ich würde sagen, 4. Ja, ich kaufe mir 10. Und der ist gegen Tränke. Wir können auch keine Tränke kaufen. Doch. Ich sehe hier keine Tränke. An der anderen Seite ist der Shop dafür. Ah, okay. Ah, ne. Ja. Achso, wegen dem Premierball, alles klar, hast recht. Der hat so, erstens das und zweitens 10. Und zweitens kriegen wir noch, noch 5 Gartens-Pokébälle mindestens. Ja. Das an der Seite das grüne mit dem Zwangssymbol ist das. Ja, alles klar. Gibt's denn später auch die Shops, die beides verkaufen? Ab Novelia gibt's das, ja. Alles klar. Ab der Stadt mit der ersten Wo wir als nächstes hingehen. Gibt 3 nicht. Tränke, gut, das ist jetzt nicht so viel, aber besser als nichts. Da war so zu weich, weil das ist ja der einzige Ort, wo die Tipps privat sind, glaube ich. Gut. Oh, ich habe jetzt ein Wort vergessen, ich glaube nicht. Wohin müssen wir jetzt? Über die Brücke, wohin? Nochmal runter, ne? Über die Brücke, ja. Da kommen wir zu Route 2, wo es dann losgeht. Okay. Ja, das Pokéball dabei, wie heißt, ab jetzt gilt schon. So, okay, erster Encounter. Bei mir ist es Capoeira. Mammutel. Mammutel ist auch nice. Ich weiß, ich würde einfach nur Schlafpuder für den Fangboost draufhauen, weil alles andere One-Shot das Vieh. Ich hau Schlafpuder. Und schmeiß direkt einen Ball. Level 3 sollte ja auch noch easy zu catchen sein. Bei mir ging's ohne Schwächung rein. Ja, ich hab einfach nur jetzt diesen Schlafbuff draufgehauen. Das ist einfach safe ist. Also ich habe jetzt Capoeira, du hast das, heißt, unser erster Count ist safe. Beutel. Ich will aus diesem Kampf eigentlich nicht raus. Ich liebe die Musik. Unser erster Teammitglied ist safe, Mili. Ja. Oder? Fliehst du? Nee. Obwohl, ich glaube, der erste Encounter ist immer safe. Nee. Eben nicht. Nicht? Kommt drauf an, zumindest nicht bei der Randomizer, kommt drauf an, was du hast. Ich meine, der erste Encounter ist immer ein Catch, meine ich. Also, vom Gamegesetz. Das kann sein, bin mir nicht sicher. Weil jetzt Pokémon trotzdem. Zumindest ist es in Omega Rubin so gewesen und Alpha Saphir. Registriert, Mammutel. Es existiert schon seit Urzeiten. Mammutel wurde sogar schon in 10.000 Jahren altem Eis gefunden. Möchtest du Mammutel einen Spitznamen geben? Nein. Hallo Mili. Lass uns doch zusammen lernen, wie man Pokémon fängt. Hallo? Darf ich überhaupt noch fangen? Silf? Was? Dürfte ich das Pokémon dann überhaupt fangen? Ja. Aber ich hab doch schon einen Catch auf der Route.
wir werden auch keine Dienst machen, das ist ein Sketch-Tutorial. Ja. Das ist genau wie bei Pokémon Fantasy und den Kampf. Meine Eltern sind stark, ja, aber mit meinem Rekon hat das nichts zu tun. Jetzt schau mal aufmerksam zu. Ja, das Sketch-Tutorial weiß ich doch, wie es funktioniert. Also er zeigt es einfach nur, oder wie? Ja. Ich habe das Sketch-Tutorial nicht mehr im Kopf. Das Sketch-Tutorial ist in jedem Pokémon gleich. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Koppel. Bruder, er hat 50 Pokebälle, gib ab! Ja, 5 gibt er ab. Oder 10. Nee. Bruder, Geizhals. Okay, ich wäre aber nicht besser. Wow, steckt das Pokémon jetzt etwa in diesen Ball drin? Klingt auch irgendwie falsch. Aber Sana, dein Film schlägt doch auch in einen Pokéball. Ich gebe euch am besten ein paar Pokébälle mit auf den Weg. Erhält Pokébälle. Wie viele? Pokébälle wurden in der Items-Tasche verstaut. Ich werde das jetzt das ganze Projekt durchziehen. Dass man Pokébälle stimmt. Nein, weißt du. Ich verlasse diesen Raum und komme nie wieder zu Bänderfrage. Kann ich damit auch Pokémon fangen? Ich glaube, wir Ich sag dir mal voraus. Sana wird das ganze Game lang der Patrick des Games sein. Okay, ich hab's echt nicht mehr so krass im Kopf. Ja, nee, sie ist quasi der Patrick des Games, okay? Durchgehend. Ja. Nein, du nicht. Aber nie. Logisch, die Pokémon in dieser Gegend sollten sich Probleme mit Pokébällen fangen lassen. Es sei denn, man heißt Sana. Okay, wenn ich einem süßen Pokémon begegne, werde ich einen Ball nach dem werfen. Bitte werd einfach von einem Maxax gefressen. Dann freue ich mich mit ihm an. Naja, also. Ich habe es meiner privaten Blind-Nuzlocke auch gewünscht. Ich habe also, da aber schon was. Ich nenne es mal mehr Versklaven. Obwohl Parrot dann nochmal eine Nummer schlimmer ist, aber Parrot kann man nicht mit Pokémon vergleichen. Ja. Gut, aber wie gesagt, jeder Charakter, die du hast, ist es quasi, den Köpfen können wir töten, wenn wir wollen. Fang nicht mehr. Ja, wenn du will, nur Pokémon fängst, werden außerdem auch deine Pokémon stärker. Ach, no shit. Gutes Gelingen. Ich würde tatsächlich einen Encounter machen. Einfach, um den Level-Up noch zu bekommen. Was sagst du? Ja, mach ich grad. Level 7. Gut. Okay, was ist der Encounter? Nein! Was? Scaraborn. Ich hatte gerade einen Sengo. Das Scaraborn hätte ich gerne gehabt. Nidoran männlich. Ich habe Capoeira. Dimensionsloch! Nee, was? War das nicht Hooper? War es nicht der Signature von Hooper eigentlich? Dimensionsloch? Ja, eigentlich schon, glaube. Okay, Psyschrall ist aber sehr effektiv. Das Gabel ist sogar seine Megaform, sehe ich Gott. Ja, moin. Das war sogar seine Megaform, Mili. Okay. Maxax erreicht Level 6. Erlernt ihr auch eine neue Attacke, bitte? Oh. Okay. Warte, ich muss noch kurz den Nidoran nicht töten, dass sich mein Weg stellt. Ja, warte, dann mache ich auch nochmal einen Counter. Ohne Lichtangriff und das Ding war weg. Oh oh. Was? Obwohl das geht.
Wie ist das Vieh? Zytomega. Ah, Zytomega. Ja. Zytomega. Ja, gut. Das Ding geht an sich. Es ist halt zu Psycho. Gleich sogar Mono zu Psycho. Es müsste Monopsycho sein. Es ist Monopsycho. Ja, es ist Monopsycho. Itemsperre. Ja, das Ding geht, ja. Das nicht. Warte mal. Wir haben gar nicht die Items von unserem Pokémon gecheckt. Stimmt. Mache ich kurz bei meinem. Mach ich auch gleich nach dem Fight. Ich habe nur ein Problem. Und zwar? Mein Mammut pennt. Mein Maurest pennt. Ich hätte es gleich nicht pennen lassen sollen. No shit. Pokémon? Es hat ein Item. Nehmen. Hyperheiler! Energiestaub. Okay, den Hyperheiler habe ich mir jetzt mal ins Impf gepackt. Ich auch. Nicht, dass er den noch verwendet. Okay, unser erster Trainerkampf. Die können die auch nicht verwenden. Sicher? Sicher. Achso, stimmt, das waren ja erst in späteren Gens, wo die ihre Tränke selbst verwendet haben. Yep. Okay, erster Trainerfight. Warte, ich gehe gerade noch. Wenn sich die Blicke von zwei Trainern treffen, fliegen schon bald die Fetzen. Nee, das heißt, fliegen werden sie die Tänen, wenn du verlierst. Von Herausforderung von Cool Trainer weiblich Donner. Bei mir heißt der Autor Liliane. Sonnfell. Digga, Sonnfell. Meins hatten die Brava. Geil. Aber Digga, chill mal, was für Sonnfell, Alter, Hilfe. Nicht sehr effektiv. Kann es denn, dass Sonnfell Monotyp Psycho war oder Psychoboden? Sonnfell war Gesteinpsycho, ne? Gesteinpsycho, ja. Konnte man sich. Gab es nicht irgendwo die Möglichkeit Bericht von Gegner-Pokémon? Nee. Ach, das war ja erst später, ne? Ja. Aurora-Strahl. Macht auf jeden Fall mehr Schaden. Aber also Nachttut und das Ding sollte weg sein. Ja, ich hab keinen Nachttipp. Auch es hat mich gecrittert. Nicht Nachttut, sehr schön. Nachtblut. Also hab ich auch nicht. Muck, muck. Ja, süße. Ich hab Psy-Strahl. Ich hab Aurora irgendwas. Aurora-Strahl, glaube ich. Synthese und Schlafpuder. Maxax erreicht Level 7. Was war das gerade, muck, muck? Holy shit. Maxax versucht Einäschern zu einäschern. Oh Gott. War Einäschern gut? Einäschern war ein guter Feuermove, ja. Soll ich es gegen Schlafpuder oder gegen Synthese raushauen? Synthese eher, oder? Oder Psy-Strahl? Nee, mach lieber Synthese. Oder soll ich Aurora-Strahl raus? Nee, Aurora-Strahl raus, das ist für den Anfang sehr gut. Synthese weg, weil Schlafpuder kann es nachschritten. Genau, Synthese würde eine Runde verschwinden. Weil am Ende kämpfst du gegen jemanden und der macht mehr Damage, als du Synthese heilen kannst. Ja. Dann lieber gegen sowas wie Megasauger dann irgendwann austauschen. Ja. Oder Absorber. Und Maxax Island einäschern. Gut, ich kann gerade nicht viel weiterspielen. Ich wurde gerade von Muckbuck eingenommen. Was war denn das? Du bist viel zu stark für mich. Midi gewinnt 120 P. Dollar. Süße. Also kannst du schon noch spielen oder nicht? Ja, schon. Gut. Ich kann schon noch spielen, ja. Aber ich kann mich nicht mehr gemütlich hinsetzen. Okay. Okay, nächster Encounter möglich für uns. Och, warte, lass uns zusammen gehen. Ich hab keinen Bock auf dich. Ich hab so ein Gefühl, dass etwas Aufregendes passieren wird, solange ich bei dir bin. Muckmuck, wenn du wohl runtergehst, brauchst du nicht unbedingt deinen Schwanz gegen in meinem Face schwingen. Okay, Sylph, erster Pokéball zum Öffnen. Ja, warte. Bist du ready? Wenn Zahnarm mich gehen lässt, so jetzt. Und Weißorb. Netzball ist sehr gut verkämpft.
irgendwie hast du die besseren Items. Warte kurz, kleine Kopf ist tot. Warte. Also ich stelle schon bereit für den nächsten Encounter. So, jetzt höre ich es wieder. Encounter? Encounter. 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 Oh, nee. Ein Dictory. Ariados. Ah, ja, das ist geil. Der ist geil. Ich hasse das Vieh. Aber er ist trotzdem geil. Ja, geht. Ich glaube, ich brauche nicht mehr irgendwas, um das Vieh zu catchen aus dem Pokéball. Ja. Ist Level 2. Ich meine, wir haben jetzt insgesamt quasi 19 Bälle. Ne, also. Ja. Ich würde trotzdem sparsam damit umgehen. Ja. Aber am Anfang können wir, glaube ich, wirklich ohne Sprechen einfach loswerfen. Und mein Schloss, der macht Level 8, sehe ich sogar noch. Okay. Vitalglocke. Ich muss zum nächsten Pokéball hinten hingehen. Warte. Oh Gott, ich muss dem Trainer ausweichen. Mein Stolz hat dann die Vitalglocke. Leute beruhigen und heilt alle Stabsbolivis des kompletten Teams. Oha. Nimm. Überhaupt nicht stark. Nein. Nimm. Überhaupt nicht stark oder so. Nee, gar nicht. Bruder, wie oft willst du dich noch drehen, Sana? Wie lange nehmen wir hier schon auf? Seit fast einer Stunde? Ja. Ich hab mir langsam den ersten Part auf. Wobei, wir spielen auch ein bisschen weiter. Wir haben ja am Anfang sehr viel gelabert. Ja. Eben. Der erste Part geht immer ewig. Okay, wollen wir den Trainerkampf zu unserer Linken machen und dann noch das Item mitnehmen? Können wir machen, ja. Gut, dann gehe ich in den Trainerkampf rein. Das ist nicht mein Trainer. Ach, das ist kein Trainer? Das ist kein Trainer. Ah, Leute, hier sind zwei Items. Ja. Okay, ich nehme den fahrlosesten Wert. Der erste. Oh, Bisaflonit! Mich wohl von der Gefels. Da ist der Gefels und ich krieg. Es gibt ja eine Gefels und ich krieg einen Dictory. Digga, ich hab'n Bisaflonit rausgezogen. Ja, jetzt brauchst du noch Bisaflor. Was nicht so schwer sein sollte bei der Rendo. Rendo vor allem. Kommt drauf an. Okay, ich hol jetzt das Item zur Rechten noch. Ich lass mich noch kurz diese Gefäß töten, okay? Auch wenn es mich echt wehtut gerade, dass ich ein Dictory bekomme, weil ich hier ein Gefäß bekicken konnte. Hä, warte mal, bin ich jetzt an dem Ding vorbeigelaufen oder was? Hä? Hä, wie hätte ich dorthin gesollt? Da war ein Pokéball. Und da hinten ist ein Pokéball. Ah, hier ist noch mal einer. Achso, ich hab von den oben geredet. Evolief. Evolit. Ich hab ein Evolit. Ich hab eine Lauchstange. Also quasi links. Oh, Encounter. Link, wenn du das nicht tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Guter Lander. Na, so schön. Pokémon. Nein, Mili, nein, aus, nein. Kämpfe mit dem Maxax. Du wirst. Ich hab keine Drachenattacken. Schlafpuder, Auerstrahl ist Eis. Stimmt. Boah, ich hab grad so Angst bekommen. Aber es wäre auch ein geiles Pokémon zum Catchen gewesen, ne? Und dann bekommst du Nariados. Egal, ich schnappe noch kurz diesen Ball hier hinten. Der bin ich froh, dass wir Aurora-Strahl drin gelassen haben, ne? Mhm. Ich wäre sonst jetzt so tot. Mili, zum Glück hast du mich als Souling-Partner, oder? Ja. Ja. Also, Bruder, ich sag dir so, wie es ist. Bruder Lander hätte mich gekillt. Das hätte mein Team hops genommen. Ja,
Solange du mich als, Soldling-Partner, die dir Sachen erklären kann, die Tipps geben kann. Wie gesagt, ich spiele nicht oft Pokémon, ich habe lange kein Pokémon mehr gespielt. Deswegen hast du mich als Soldling-Partner. Eben. Ich spiele Nuzlocke und bei Rayman ist Nuzlocke sehr aktiv, deswegen. Fuck, ich bin versehentlich in den Counter rein. Egal. Weil ich dachte, das ist noch ein Item. Ja, Zwölfens. Digga, ich krieg. Weißt du, nach dem Encounter, nach dem ersten Encounter krieg ich so viel geilen Scheiß hier. Das ist in der Random immer so. Das ist in der Random immer so, gewöhnlich dran. Glaub, Emily, es kann auch passieren, dass du als Encounter, keine Ahnung, einen Maskerade kriegst und als zweiter Encounter auf Nudes auf einmal, keine Ahnung, ein Xerneas oder so. Das kann auch passieren. Ja. Also stell dich auf alles ein. Es gibt ja wenn du nichts, was es nicht gibt, okay? Ja. Nicht später Erfahrung. Okay, soll ich schon mal zu den beiden Dullis hoch? Ja, komm. Okay, wir machen noch den Wald durch und dann hören wir auf. Genau. Machen wir dann direkt danach noch Part 2? Mal schauen. Nee, wir machen es so. Wir gehen bis zur nächsten Stadt und da hören wir auf. Dann können wir den Part direkt mit der Arena beginnen. Genau, perfekt. Das wäre, glaube ich, richtiger mit der Stadt. Ja. Quer durch den Wald. Sollen wir den Trainerkampf mitnehmen? Welchen? Warte, Trainerkampf? Falls das überhaupt ein Trainerkampf ist. Also, ich kämpfen. Achso, nur das ist keiner. Das ist ein. Die kämpfen gerade miteinander. Hier oben ist trotzdem ein Trainerkampf. Warte mal. Da ist aber drüben was Kissen. Sie gibt den Powerheiler. Ah. Ja, ich auch. Also mir auch. Ja, gut. Ich glaube, das ist nicht random. Das ist nicht random, nee. Gut, Trainer. Okay, nehmen wir den Trainer mit? Ja, hallo. Wir sollten jeden Trainer mitnehmen. Wir brauchen jedes Level, ab, was wir gehen können. Ja, stimmt, wir brauchen jedes Level. Los, Bummel, lauf in den Kampf! Ich meine, normal Pokémon. Herausforderung von Cool Trainer weiblich Liliana. Ich habe nicht geschaut, wie er bei mir heißt. Quickel. Siberio. Bei mir dann Siberio. Ja, Quickel wird mal kurz beerdigt. Ein Escher. Nachblut. Das ist sehr effektiv. Quickel wurde besiegt. In der One-Shot. Stimmt. Nach dem Wald haben wir noch einen Encounter und dann kommt schon die Arena. Ja. Setzen wir als nächstes Dummiesel ein. Soll ich bei Dummiesel drinnen bleiben? Ja, ne? Autor N setzt Glurak ein. Es ist. Es ist sogar noch seine X-Form. Ich habe ein Problem, es fängt an zu hageln. Das ich wusste ja nicht, dass Dummiesel Hagel regen kann. Für normal nicht. Ah ja, stimmt, warte mal, Fähigkeiten sind random. Donnerwelle, fuck. Aber Hagel sollte eigentlich bei dir, weil nur weil du in Sachen bist, jetzt kein mehr, nicht mehr Damage machen. Es müsste immer noch normal vorgehen und Damage machen. Es macht sich selber Schaden. Ja, es macht normalen Schaden. Oh, ich hab grad schon Angst bekommen. Aber ich hab halt trotzdem eine Para drinne. Billy, immerhin hast du einen Dummiesel. Ich hab hier ein Glurak, Glurak X-Mega-Form vor mir. Okay. Okay, deine Glurak X-Megaform kann eventuell aber auch nur tackle. Sehen wir gleich, falls ich ihn töte. Nachblut, wer es überlebt, sehen wir gleich, was es auf jeden Fall drauf kann. Ich bin durch mit dem Fight, Max Axel erreicht Level 9. Okay, ich hab's gewonshottet. Wir gehen nie zu Gesicht, weil Glurak konnte. Wir haben zwar verloren, aber trotzdem vielen Dank, Pommel, du hast immer noch kein Pommel im Team. Sorry, und geizhals bist du auch noch. Zwei Momente gibt's immer wieder. Okay, weiter geht's. Ich nehme den oberen Weg, weil ich glaube, da oben war sogar noch ein Item. Und oben war, glaube ich, sogar noch ein Item, wenn ich nicht ganz dumm bin. Bitte keine Counter. Es gibt einen oberen Weg? Ja. Ach so, du meinst diese kleine Linie dort. Dort ist nichts. Du gehst den oberen Weg, meine ich. Ach so. Fuck. Ach, fick. Wieso Funk? Miltang.
Das Gegenstück. Ladungsstopp. Okay. Das war nicht sehr effektiv. Da ich hab die Typenwechselwirkung nicht mehr so krass im Kopf. Aber also, konnte Dickbezug Damage machen? Ich weiß es nicht. Ja. Glaub schon. Ich schau mal kurz nach. Bruder, er macht mir einen Schaden. Damage mit dem Team tauscht mit dem gegnerischen Eiswissen, die konnte nicht. Ich überlege, ob ich meinen Para-Heiler einsetzen soll. Für die Para fuckt schon ab. Mir gehen halt die AP, mir gehen halt langsam die AP auf Nachtblut aus, das Ding. Und schon wieder ein Encounter, ich kann nicht mehr. Noch ein Bisofunk. Was hat Dicky eigentlich für Attacken drauf? Mili? Ja? Dickys Attacken sind Zornklinge, Knuddler, Boy Slam, Psychostoß. Oh, okay. Und die Attacken von Capoeira? Capoeira hat folgende Attacken: Feuerodem, Mystowellen, Konter, Irrschlag. Bruder, langsam wäre irgendwie sowas wie. Rollwende oder wie diese Attacke hieß, geil. Ja, oh, Trainer. Ich muss mit Dicky kämpfen, ich muss mit Dicky und die Armpuppen kämpfen, weil wir langsam bei Stolz die AP ausgehen. Zumindest auf Nacht. Trainer. Gigastoß! Ich geh in den Trainer rein. Oh Gott. Hallo, Silf? Was? Bist du schon beim Trainer? Nee, ich bin immer im Kampf gegen Mülltank. Ja, ich bin im Trainer. Darf ich schon kämpfen? Oh Gott, mach schon mal, ja. Mein Dicky wäre fast den Gigastoß so aufgegangen. Jetzt hat mit Dike habe ich überlebt. Herausforderung von Biker Jasmine. Ja, Jasmine. Zerbritz. Also Zebritz. Ja, Zebritz sollte mir nicht so viel anhaben können. Ich hau trotzdem meinen Schlafpuder. Sicher ist sicher. Bis. Warte mal, seit wann ist Schlafpuder kein 100% First Hit? Schon immer. Echt? Ja. Ich dachte. Nee. Können wir drüber reden, wie fett Zebritz in dieser in dieser Gen aussieht? Ich hasse Para. Wer nicht, ist die andere Frage. Das ist wahr. Bruder, wenn du jetzt aufwachst, ich bin so fick. Weil ich tu mal Addict ihn da ganz ohne, dann kann ich ihn nicht schon mal mitzunehmen hier. Erstauner. 4 HP. Mili, bitte spiel so vorsichtig. Bitte spiel vorsichtig, okay? Es ist tot. Gott Nein. sei Dank. Gott also, sei Dank. Dein Pokémon wird tot. Nein. Alles gut. Max sagt, reicht Level 10. Ich hab wieder ein Full Heal drin. Oder? Level Up war Full Heal, oder? Nee. Fuck. Das waren nur ein paar HP mehr. Max. Plasmaschauer. Was soll ich gegen Plasmaschauer eintauschen? Es ist Elektro. Verspürt die lange Partikel und bewirkt, dass normale Attacken den Typ Elektro annehmen. Ja, gut. Ist jetzt eher sinnlos, oder? Das musst du jetzt entscheiden, ob du es brauchst. Obwohl, doch, das ist sinnvoll, weil ich meine Normalattacken, nicht bei Normalattacken, bei Elektroattacken nur einen Schaden nehme. Weil es nicht sehr effektiv ist. Also, es wäre an sich schon smart. Ja. Aber ich glaube, wenn du was so aushauen sollst, dann glaube ich einäschern, weil den Rest wirst du definitiv noch brauchen. Nee, dann lass es drinne. Dann lass ich den Rest erstmal drinne und.
Das ist raus. Ja. Ja, scheiß auf das, mal schauen. Ich höre gerade einen sehr Kampf mit meinem Dikti gegen ein Boomer Dame. Was es hoffentlich gleich hilft, sonst ist leider mein Dikti tot. Ja. Jasmine Daika. Okay, ich setze meinen ersten Trank ein jetzt. Es ist mir jetzt einfach zu risky. So, und damit ist mein Max-Sax wieder voll. Weil bevor ich Nieten reingehe, soll ich auch kurz mein Dikti hochheilen. Weiß mal, wir haben. Warum habe ich keine EP-Teile an? Wir kriegen ihn jetzt nach der ersten Arena. Echt jetzt? Ja. Erstmal unser Mond hat mir den so viel bekommen. Hm. Und erst auf Schwert und Schild war von Haus aus aktiv. Hast du den Trainer jetzt schon gefightet? Nein, ich bin jetzt erst beim Trainer, weil. Also bei der weiblichen Trainerin, die bei mir Ghostwriter Esteban heißt, weil mich davor noch ein Boomerang gefreut hat. Glaciola! Ja gut, okay, das sollte glaube ich schnell tot sein. Glaciola ist jetzt ein Weakheart für Verteidigung. Es ist paralysiert, kann nicht angreifen, ich hasse es. Was hast du gemacht? Giftschleim. Katapult? Ja gut, okay. Irgendwas mit Giftschleim hat der deine gemacht. Kehrtwende. Noch eine Zornklinge, das Ding sollte wechseln. Würde ich den Giftschleim. Das Ding hat Giftschleim als Item. Kann es sein, dass Giftschleim bei Gift-Pokémon extrem viel gebracht hat, aber alle anderen Pokémon Schaden zufügt? Ja. Ich bin verwirrt. Ich setze einen Lasher rein. Oh, ich habe gerade gedacht, ich greife mich selber an. Mein Dikti erlernt Psychokinese. Wow. Okay. Ist noch ein Trainer, soll ich den auch mitnehmen? Dikti ist, glaube ich, Gesteinboden. Oder reines Gestein. Eins von beiden. Und es lernt. Warte kurz. Hier ist eine zweite Trainerin, soll ich da auch mitnehmen? Wie gesagt, jeden Trainer mitnehmen. Oder würdest du in dem Pokémon-Game auch Trainer auslassen? Ja, weil ich voll bin. Ich nicht. Weil es sich da für mich unvollständig anfühlt. Ja, Biker Tristan. Christian. Ah, cool! Fünks! Was hast du gemacht? Okay, scheint nicht krass gewesen zu sein, sah aber krank aus. Hat das bei dir erst auf dem Fünks? Ja. Wow. Fabi denkt auch, dass er irgendwie ein neuer DJ ist. Kadabra. Ghostwriter Lawrence. Komm mit einem Sundern. Okay. Ein Eschern. Sundern. Psychokinese, machen wir mal. Oh, das Ding ist big. Perfekt. Fabi trinkt aus seiner Tasse. Saft. Und fühlt sich jetzt cool. Mili? Bruder, wenn ihr das Video sieht, ich glaube, der köpft uns. Mili? Ja? Ghostwriter Lawrence, setzt das nächste Zapdos ein. Ist das Ende der Rando? Ihr erfahrt's im nächsten Part. Nicht zu lang Stolz noch da ist. Nee, Spaß, Chat. Chat sag ich schon.
Ich hab heute gestreamt. Leute, ich hab heute gestreamt, okay? Ich hab 6 Stunden Stream heute gehabt. Ey, nehmt's mir nicht übel, dass ich euch Chat nenne manchmal. Es ist Gewohnheit. Bruder, Fabi hat sein Handy fast fallen lassen. Ich warte jetzt kurz, bis du beim zweiten Trainer bist. Bin ich grad schon. Achso, perfekt, dann warte ich, bis du natürlich bist. Dann bist du schon fertig? Nee, ich kann grad noch. Okay. In der Zeit beschreiben mal, was Fabi macht. Er juckt sich unter seine Mütze, tut sie energisch, hat zu Recht rücken, hat dann irgendwas gemacht an seiner Flasche und lacht jetzt. Jetzt guckt er wieder übelst tot rein. Jetzt zeigt er mir in, ich sehe dich. Jetzt kann ich nur in, ich sehe dich. Er trinkt. Ich bin gleich aus, was er trinkt. Hallo. Hallo Fabi, herzlich willkommen zurück. Fabi, ich bin ganz hier. Ich hab muted und redet mit uns. Er zinkt wieder seine Tasse. Wie lange habt ihr das jetzt kommentiert? Schau mal, Brötchen. Also wir nehmen auch gerade auf, wir haben gar nichts kommentiert. Ja, das kommt von Brötchen. Also Fabi, wir nehmen gerade eine Rainbow auf. Zufälligerweise reden wir dann und kommentieren unser Game. Wir haben aber gar nichts kommentiert. Echt? Ja, Silf. Das kann er ja in der Aufnahme dann sehen, wenn es hochgeladen wird, dass wir nichts kommentiert haben. Bruder, was war jetzt so witzig? Ich habe einfach verkackt zu trinken. Das kannst du. Fabi, du warst schon wieder geschafft, in eine meiner Aufnahmen zu kommen, oder? Und in meine Aufnahme. Sif, bist du mit deinem Zapdos jetzt durch? Ja. Ich gehe wieder vollmütig schon weiter. Dann weiter geht's. Ich hole kurz Item wieder weg. Ja, Item hole ich mir auch. Fuck, Encounter, ich hasse es. Nein. Oh, Dedenne. Hm. Irgendwie habe ich Trauma von Dedenne. Das ist gerade aber irgendwie creepy. Was ist Hackattack? Ein Äschern, dann ist es einfach weg. Verstärkt Attacken vom Typ. Fabi tut sich gerade in seinen Stuhl reinlegen und er hat irgendwie seine Jacke so vorm Mund. Auch gut. Ist das schon wieder Giftschleim? LOL! Es ist festgesetzt, welches Pokémon auf was gerandomized ist, Silph. Ja, das ist normal bei einem Randomizer. Das ist nichts Neues. Heißt, jedes Mal, wenn ich einen Dedenne treffe, hat es Giftschleim. Willst immer dieselben Moves haben, dieselben Items? Ja. Ah, jetzt check ich das erst. Man merkt, dass das ist. Fabi guckt gerade so tot, Alter. Man merkt, dass es deine erste Random ist, Migi. Ja, es ist meine erste, auf jeden Fall. Oh, roter Schal. Punusbeere. Wurde in die Items-Tasche verstaut. Hoch. Und schon wieder. Mein Encounter, ich will nicht mehr. Migi, das war das letzte Hohe Gras aus diesem Wald. Und noch ein Dedenne. Ich habe einfach einen Schlaf, Bruder. Nach dem hohen Gras, das hier ist, Mili, bist du nicht mehr raus aus dem Wald. Gut. Haben wir dann noch einen Encounter? Ja, ne? Nee. Ey, doch, nach dem Wald schon. Zwischen Wald, und in Novaria ist halt noch eine Route mit Gras, ja. Bruder, 5 HP, hilf mir. Okay, es ist tot. Ich habe einen Crit gelandet. Wichtig. Hast du keine Tänke mehr, oder was? Doch, aber nicht, wenn ich schon eine Attacke gewählt habe. Du bist gerade ultra sparsam, irgendwie. Ja, ich bin sparsam. Ich spiele allgemein Pokémon sehr sparsam. Da musst du dich dran gewöhnen. Ich nur in den Nuzlocke. Das hier ist eine Nuzlocke im Endeffekt. Ist ein Soul-Link-Nuzlocke. Deswegen spiele ich auch hier gerade sparsam. Ich meinte nur, weil du sagst, du spielst immer Pokémon sparsam, deswegen. Achso, ja. Du bist also als Erste hier angekommen. Naja, ich habe Sana hinter mir hergezogen. ja. Sieht so aus, als hätte meine neue Nachbarin das Zeug zum Pokémon-Trainer.
Ach. Da hast du ja auch so viel zu sagen, Alter. Du hast genauso deinen Pokémon gerade im ersten bekommen. Das hast du sehr gut gesagt, Patrick. Bewegungen von Pokémon sind einmalig. Die würde ich gerne meine Tanzmoves einbauen. Tja! Du bist viel zu verlaut in die Bewegungen von Pokémon. Okay, alle sind hier. Auf nach Novaria City. Übrigens, den beiden Spasten gebe ich gerade nur eine Stimme, weil die es irgendwie verdient haben, sie nicht. Und er ist, nö, hab ich einfach gebockt. Naja, deine normale Stimme ist eh schon weiblich genug dafür, von daher. Halt dein Maul. Hey, sag noch mal, was habt ihr denn jetzt alle so vor? Ja, ich werde mich auf der Suche nach Pokémon begeben, ist doch klar. Immerhin hat uns der Prof darum gebeten. Alle Pokémon haben einen Lieblingsort. Mit anderen Worten, auf den Routen kann man völlig andere Pokémon treffen, als in den Wäldern. Andere Pokémon benutzen dann sicherlich auch neue Attacken, was? Ich will die verschiedensten Bewegungen sehen. Und was ist mit Kale? Mit dir, Kale? Ich würde mich an der Arenaleiterin von Novaria City versuchen. Sass. Wenn man sich mit dem Leiter einer Arena misst, erhält man nämlich einen ganz guten Anhaltspunkt, was man als Trainer so taugt. Du weißt ja echt gut Bescheid. Ich habe viel von anderen gelernt. Das ist allerdings für euch. Das ist übrigens für euch. Hier, das ist so eine Art Expeditionshandbuch für Pokémon-Trainer. Also, darin habe ich die 10 wichtigsten Tipps für Pokémon-Trainer festgehalten. Ja, du bekommst auch eins. Ja, aber ich glaube, das Zahn ist... Lilia erhält Abenteuerfibel. Aber ich glaube, das Zahn ist nicht gebraucht. Naja. Abenteuerfibel wurde in der Basis-Items-Tasche verstaut. Wenn euch einmal irgendwas unklar ist, dann werft einen Blick in das Handbuch. Tschüssi! Ohne dass ich das gesagt habe, aber ich bin einfach mal so frei. Cool! Danke! Ich werde erstmal versuchen, dich ein bisschen besser kennenzulernen, Fünks. Was wirst du machen, Mili? Deine Mutter will ich nehmen, was? Aber erstmal den First Encounter holen hier. Aber ja, schon, First Encounter. Okay, First Encounter. Jackpot. Ich tu kurz mein Capoeira nach vorne, damit es ein bisschen bevor ich. So, und der Zielgo. Kugelsicher von Maxax wirkt. Let's go! First Encounter. Ein Arialos. Arge. Ich hau mal mein Mammutl raus. Damit es die XP bekommt für den Catch. Pokéball, das sollte eh tun bleiben mit Level 4. Wie gesagt, ich hab Mammutl jetzt einfach nur für die XP mal rausgenommen. Wunderaum? Ach, Wunderaum ist das alte Bitauram oder was? Anscheinend. Ist es nicht drin geblieben? Ich glaube, ich riskiere mal den Irrschlag. Das müsste es. Ist man Mutl mittlerweile wach? Nee, ne? Oder wie werden denn die Pokémon wieder wach? Nach einer Zeit oder wenn sie angegriffen werden. Jetzt weiter Pokéball auf Gengar. Erster Wackler, ausgebrochen.
Es ist wach, scheiße. Gefühlt, es ist jetzt zusätzlich Typ Pflanze. Warte mal, was ist jetzt zusätzlich Typ Pflanze? Ich oder? Er hat irgendeine Attacke eingesetzt, die so Ranken nach oben gesetzt hat. Ist er jetzt zusätzlich Typ Pflanze oder ich? Ich glaube er. Okay. Doch, der Angriff müsste für ihn gelten, für den Anwender gelten. Soll ich Schemenkraft einsetzen? Nee, ist zu riskant, oder? Ja. Was macht Widerhall? Lies nach. Ich weiß gerade nicht. Okay. Spezialstärke 40, Genauigkeit 100. Angriff mit einer Widerhallungsstärke, bla bla bla. Wiederholt die Attacke. Einsatz steigt die Stärke. Aber ja, los. Ja, nee. Schemenkraft wäre Instakill. Troller bringt nichts. Und Flammenball genauso. Aber ja, das ist Fäden sowohl mit dem Hinterhalb als auch mit dem Mundspinn. Fängst man die beiden leicht. Okay. Eierbombe. Und ich penne. Ich gehe schon mal zur Stadt, okay? Und warte auf dich. Ja. Ich kann meine Pokémon wieder austauschen. Ich kann jetzt doch mit Max angreifen. Chief Liliane. Alles klar. Der kleine Junge heißt aber jetzt Chief Liliane. Mili. Ja, geil. Nee, ich nehme den Typen Pflanze zusätzlich an. Ah, okay. Tatsächlich ich. Ich weiß jetzt nicht, soll ich irgendeine Attacke auf ihn einsetzen? Doch, weißt du, was ich machen kann? Geowurf, Hilfe! Das macht nicht so viel Damage schon normal. Oh. Warte mal, ist Geowurf nicht eigentlich eine KO? Nee, Geowurf ist normalerweise einfach nur ein Kampfmove. Ein normaler Kampfmove, das ist kein KO-Move. Er macht nochmal Geowurf. Geo wie du war der K.O.-Move. Ah ja, stimmt. Bruder. So reicht auch! Geo hat glaube ich auch nicht so viel AP, glaube ich. Jetzt! Vor allem, wie willst du Schlafpuder abwehren? Keine Ahnung, ich tausche mal gegen Ariados aus. Ich weiß, wie der Schlafpuder auswählt. Das Pokémon holt einen Föhn aus. Nein, ich meine, wie du es abwehrst. Sag, er holst einen Föhn aus. Ja. Bruder, haben meine Pokémon alle nur so komplett OP-Attacken? Knochenrang. Knochenwagen könnte. Nee, das wird so riskant. Könnte Klärsmog nehmen. Klärsmog wäre in Dubai. Gengar ist nur Geistgift. Doch, das sollte hinhauen. Das müsste normal effektiv sein. Entweder nicht effektiv oder normal effektiv müsste es sein. Klärsmog, das müsste hinhauen. Das sollte eigentlich reichen. Wenn nicht, dann darfst du dich auch einen Pranger stellen. Wenn das jetzt killt mich, darfst du mich auf den Pranger stellen, okay? Ja, das hat nicht mal wirklich Schaden gemacht. Ich würde sagen, es schläft, es sollte. Probier's einfach mal, es schläft, probier's einfach mal. Ich hab gerade schon ein paar Mal geworfen. Du hast noch einige Bälle. Ich nehme mal meinen Primärball. Das wird nicht viel bringen. Du weißt, manchmal ist das Game so. Ah. Ausbeim bringt. Oh, Gengar ist wach. Waldesfluch. Ist das lächerlich. Deswegen gehe ich auf Maxax, wegen Kugelsicher.
Tschüss. Geowurf. Fabi einfach absolut tot. Geobo? Sag mal, hat er nicht bald keine AP mehr? Hallo? Jetzt. Ich würde die Chance, das Ärmel zu heilen. Ich würde gerade sagen, ich heile jetzt. Obwohl, du kannst nicht nach einem Zug wach werden wieder. Es geht nicht. Ich würde trotzdem die Chance nutzen zum Heilen. Na, ich hätte es einen Ball geworfen und dann geheilt. Weil der Heal geht ja trotzdem immer vor. Ich hatte schon ein Pokémon-Spiel, wo der sofort weg geworden ist, also, ne? Ja, okay, ich... Na, Hilfe. KP-AP-Erholung-Videos. Ich hab vergessen, was KP waren, sorry. Oh mein Gott. Gott. Reicht? Ach, hallo? Nein, tschüss. Bruder, den einzigen Weg, den ich jetzt gerade noch sehe, ist Schlafpuder und Ariados dann. Nicht mehr. Weil er pennt. Es müsste mir doch eigentlich einen Fangbonus geben. Schlafen. Ich hau jetzt Ariados raus. Schlafen, Pauli sind noch die einzigen, die Catch, die auch die einzigen Schlafwandlungen, die Catch erhöhen können, Mili. Ja. Das hoffe ich auch, dass du tief und fest schläfst. Ich hau jetzt den Glasmog. Gehörst auch mit Knochen. Es bringt nichts. Du könntest auch nochmal angeskieren, weil das müsste normal effektiv sein. Ich riskiere es einfach, scheiß drauf, ist mir jetzt egal. Sehr effektiv. Guck mal, was für normal effektiv, mein Lieber. Ich habe vergessen, dass Gift eine Bodenschwäche hat, okay? Aber wir sind eh die Hälfte niedriger. Oh, du kannst jetzt aber ich würde jetzt einen Ball werfen. Ich wollte sagen, du kannst es jetzt nochmal probieren. Sollte die Chance einiges erhöht sein mit Schlaf im Kombo. Ah ja, das du Macher. Ah ja, das du Macher. Nicht mehr. Ah ja, das ist der Motherfucker des Teams, Willi. Ich bin doch schon. Das Ding geht auf ganz Nummer sicher, Willi. Nee, ich glaube tatsächlich schlafen Linda gerade meine Chance. Ich schmeiß jetzt einfach so. Oh Gott, einfach Aria ist der größte Motherfucker des Teams gerade. Fabi füllt sich wieder in seine Tasse ein. Leute, ich schmeiß jetzt einfach, es ist mir Leute, egal. Mi is fake gerade so, I'm a joke to you. Ja. Ich schmeiß jetzt einfach normal, es ist mir jetzt egal.
Nö, ich schmeiß jetzt einfach ein Teil gegen. Es ist, nö, es hat keinen Zweck. Gut, Leute. Nein, das war's jetzt damit für heute. Tschüss. Tschüss. Wir wollten noch zur Stadt, ist danach gemacht. Das ist mir so scheißegal jetzt. Es ist mir so scheißegal, ich hab keinen Bock mehr. Wir gehen jetzt noch zur Stadt, Mili. Oh Mann. Sind noch zwei Zähne. Das Sancto-Klinge zu erlernen. Bis zur Stadt sind noch zwei Trainer mindestens, mehr nicht. Ja, okay. Was war Sancto-Klinge? Gegen Brüller, oder? Ja, mach gegen Brüller. Sancto-Klinge ist nicht die gute Kampfattacke. Das ist nicht die gute Kampfattacke. Ja. Ich will nicht mehr. Bruder, das war grad... Dicker, das war grad eine halbe Stunde, dieser Scheiß. Dieser scheiß Kampf war gerade, glaube ich, eine halbe Stunde oder so. Ah, Ariadas versucht Zornklinge zu erlernen. Das ist nur eine halbe Stunde Attacken oder was? Also gut, Leute, ich bin wieder zu. Ich bin. So, Leute, ich habe kurz diese Zeit einen Cut gemacht, weil bei mir gerade gefühlt eine halbe Stunde lang Kampf gegen einen fucking Gang. Gegen einen fucking Level 4 Gänger war. Digga, das war so gottlos. Aufbereitung ihm, oder? Bei ihm sieht Aufbereitung weg, oder? Aufbereitung weg, oder? Ja. Lunastein. Vorwarnung. Von Lunastein. Danke, endlich. Unheilbürger ist nicht gut wechseln, oder? Oder Nacht. Ja, ich mach Unheilbürger, kann man. Ja, komm, perfekt. Ja, sehr effektiv. Oder ich hau jetzt sowas von erstmal einen Heal auf meinen Maxax. Ja, ich hau den Heal jetzt, das ist mir jetzt egal. Ich habe jetzt zwar nur noch einen Trank, aber scheiß drauf. So, erster Trainer. Meine Mama sagt immer, ein Gruß muss man mit einem Kampf erwidern. Halt dein Maul. Chief Cammy. Halt dein Maul, wenn du gerade wüsstest, was das für eine Psychose war mit diesem Gengar. Die ganzen Gengar-Fights mit Silvius Commentary und so weiter könnt ihr euch auf meinem Channel anschauen. Wirklich, das, Alter. Ich glaube, das war gerade eine halbe Stunde oder so. Mhm. Ah, Medite. Ich habe keine AP mehr. Ein Escher. Wird Zeit, dass wir ins Pokémon Center kommen, ne? Das ist paralysiert, das kann ich angreifen. Mili, wird höchstens, dass wir ins Pokémon Center kommen, oder? Aha. Vor allem, da eines meiner Pokémon pennt und das andere Para ist. Verbrenn, du elendes Drecksding. Okay. So, Bier ist erledigt. Sprachen lernen. Das müssen wir auch schon in der Ruhe zerstören. Kugelsicher von Max wirkt sehr schön. Verbrennen. Nachahmer ist ein geiler Move. Nachahmer ist folgender. Anwender lernt die letzte Attacke des Ziels, dauerhaft. Nachahmer verschwindet nach Gebrauch. Bruder, sie hat Kämpfen falsch geschrieben. Ich kann nicht mehr. Zwoklop, ich will nicht mehr. Bitte. Psi-Strahl und verreck. Ich hau gleich aus Verzweiflung diesen scheiß Paraheiler raus, ich will nicht. Bruder, jetzt reicht's. Wenn jetzt noch einmal Para reinkickt, hau ich Paraheiler. Okay, das war's. Ich hau Paraheiler. Es sind zwar noch zwei optionale Trainer da, aber ich gehe jetzt in Pokémon und ich kann das nicht mehr aushalten. Ich auch nicht, Soll ich auf Gengar wechseln? Ne, keine Ahnung, wenn du nicht gehen willst.
Nee, eigentlich nicht. Endlich! Und es ist kein One-Hit. Flying Press. Ja, habe ich schon ein paar Mal überlebt jetzt. Endlich. Digga, die Trainer machen wir in der nächsten Folge, aber... Hast du etwa verloren, Pichu? Das war kein Pichu. Das war alles, aber kein Pichu. Ja. Gut, ich heiße. Strauchler haben wir noch nicht. Das ist dann noch ein fucking Krüppel. Platz da, ich komme. Also, mein Team ist noch ein fucking Krüppel gewesen, gerade vom Pokémon Center. Und da ist auch ein Krüppel geworden. Da kann man das nicht machen. Heilen. Aber wir haben die Ripbox noch nicht einmal gebraucht. Hallo, Mili. Ja. Möchtest du, dass ich dein Team heilen lasse? Pokémon Center sind schon was Feines. Aber gut, Leute. Wenn du mit der Frau hier sprichst, teilt sie dein Pokémon-Team. An dem PC da drüben kannst du gefangene Pokémon lagern. Unsere Ripbox. Wenn du viele Pokémon fängst, werden diejenigen, die nicht mehr in dein Team passen, ja auf dein PC übertragen. Nicht wahr? Dort findest du sie dann. Eieieiei. Übrigens solltest du im Pokémon-Supermarkt ein paar Pokébälle und Tränke auf Vorrat kaufen. Alter, halt dein Maul. Gib mir Geld oder lass es bleiben. Die Pokémon-Supermärkte befinden sich im hinteren Bereich der Pokémon-Center. Joy, bitte. Joy, Joy, Joy. Bitte einfach, Joy. Danke. Danke, Joy. Joy. Queen. 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 Ah gut, Leute, das war's mit dem ersten Part. Ich bin froh, dass wir den ersten Part überlebt haben. Ich auch, das war mehr als eine Psychose. Ja, Mili, glaub mir, das war erst der Anfang. Ja. Das war erst noch der Anfang. Also gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Euer LuxLB. Ciao. Ciao.